Nächstes Training, dieses Mal wieder Unterkörper, Beine. Beginnend mit Squats, um aktuelle Leistungsfähigkeit zu prüfen, habe ich mit einem Single begonnen. Single Rear 2 war das Ziel. Und anschließend dann, basierend auf der Leistung dieses Tests, 6 Sätze, a 3 Wiederholungen mit 70% des theoretischen Maximalgewichtes, welches ich natürlich aus dem Test gerechnet habe. So, zuerst Warm-up. Ich habe letztes Jahr damit begonnen, direkt mit 120 Kilo aufzuwärmen, nicht mehr zuerst den Schritt 70. Also ich habe gesehen, am Anfang mit der Lernstange, dann nicht mit 70, sondern direkt mit 120. Ich bin nicht so der Verfechter von übertriebenem Warm-up. Ich denke, ein Warm-up ist wichtig und nötig, aber mehr für den Kopf als für den Körper, um sich da an das Gewicht ranzutasten. Und ich habe bei mir selber festgestellt, auch wenn ich direkt mit 120 Kilo beginne, ist das kein Problem. So, hier ist der Test-Single, 220 Kilogramm. Rear 2 war angepeilt, das ist bei mir etwa 0,37 Meter pro Sekunde, der Speed. Tiefe ist, glaube ich, okay, aber ich habe ein bisschen gegeizt. So, hier sehen wir noch von einer anderen, ein bisschen anderen Perspektive und vor allem mit dem Bar Speed Meter, eben 0,37 war angepeilt. Ja, 0,39 gab es dann, das heißt, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, entweder 2,33 oder 2,36 Kilo hypothetisches 1RM. Das ergab dann ein Arbeitsgewicht von genau genommen 163 irgendwas, habe natürlich aufgerundet auf 164 und habe hier meine Dreier absolviert. Ich habe nach wie vor in meinem linken Bein, hier von in dieser Perspektive wäre es das rechte, wenn man drauf schaut, also aus meiner Sicht das linke Bein, Probleme mit dem IT-Band vermute ich. Ich habe heute ein bisschen rumexperimentiert mit Standweiten und tatsächlich, wenn ich so mittelbreit stehe, etwa so wie jetzt, dann spüre ich es am wenigsten. Zu breit ist nicht gut und zu schmal ist nicht gut. Ich glaube, beim nächsten Satz oder vielleicht auch beim übernächsten habe ich es dann ein bisschen übertrieben mit der Breite, was dann auch wieder unangenehm war. Also es ist dann halt einfach schmerzhaft. Nein, ich glaube, hier war der Wohlfühlsatz, bei dem dass es am besten ging. Ja, nach wie vor wenig Gewicht. Aber das ist halt so, es geht nicht mehr und darf da nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern Geduld und einfach die Sätze reinkriegen, das Ganze abarbeiten, bis es besser wird. Ja, ich glaube, das war hier der Satz mit ein bisschen zu breit. Nein, noch nicht, weil ich habe dann anschließend den Fuß, den linken Fuß ein bisschen enger wieder genommen, weil es sich wirklich unangenehm anfühlte. Mit den Sätzen selbst war ich nicht so zufrieden technisch. Ich habe nicht immer mit der richtigen Atmung gearbeitet, also Spannung aufgebaut. Ja, jetzt war der Fuß ein bisschen unruhig, aber ich habe ihn da hier auch noch nicht dran gezogen. Tiefe war gut. Winkel der Füße ist vielleicht für mich ein bisschen zu flach noch. Sollte vielleicht die Füße ein bisschen weiter rausdrehen. Ich muss das noch genau analysieren. Könnte jetzt das der Satz sein, wo ich sehe, ja, hier habe ich mit einem eher breiteren Stand probiert und seht, ich ziehe die Beine wieder an, das hat sich komisch angefühlt, nicht gut. Und das so ein mittelbreiter Stand war dann das Optimum. Nach den Squats kamen Box-Step-Ups, obwohl ich hier auf eine Bank mache, weil ich einfach zu faul bin. Die Gewichtsscheiben, normalerweise nehme ich die Gewichtsscheibenstapler, die war zu faul, habe die Bank genommen, ist natürlich eine
noch ein bisschen mehr Anforderung an Stabilisation, weil das Polster ist weich. Ja, das sieht nach vermeintlich wenig Gewicht aus, ist es natürlich aus, ist es, glaube ich, 12 Kilogramm oder 16. Jedoch geht nicht mehr, wenn man sich wirklich darauf konzentriert, nur mit dem Bein zu arbeiten, das auf der Bank ist, dann ist das für mich aktuell viel Gewicht und es fängt fast an zu brennen, weil ich natürlich auch nicht gewohnt bin, diese Übung auszuführen. Es gab dann 3 Sätze, 3x6 auf jeder Seite. Bei dieser Übung verfolge ich nicht irgendwie eine maximale Progression, Gewichtssteigerung und so weiter, sondern das ist für mich wirklich zusätzliches Volumen für die Beine und natürlich auch eine einbeinige Übung, weil Squats ist immer zweibeinig und der Mensch ist eigentlich nicht dazu ausgelegt, um zweibeinige Bewegungen zu machen. In der Natur kommt das nicht vor. Was dann natürlich nicht heißt, dass wir so nicht stark sind, oder wir sind ja sehr stark in der Kniebeuge, aber gewisse Funktionen des Beins verkümmern dann in Anführungs- und Schlusszeichen und das probiere ich ein bisschen zu kompensieren, indem dass ich was Einbeiniges mache. Ich spüre es auch sehr gut beim Bein, dass mir im Moment ein bisschen Mühe macht, dass mich ein bisschen ärgert in Form von Schmerzen im IT-Bein. Da merke ich natürlich besonders gut, dass bei so einer Übung entsprechende Spannung in diesen neuralgischen Stellen herrscht und ich bilde mir ein, hoffe es natürlich, dass dies zum Heilungsprozess beiträgt. Anschließend an die Box-Step-Ups gab es Single-Leg-Deadlift. Und das ist eine Übung, die ich komplett unterschätzt habe. Ich habe die im letzten Training, glaube ich, mal ausprobiert und dieses Mal quasi seriös gemacht. Das war, glaube ich, eine 8 und eine 12 oder 16. Ich muss nachschauen, was die gelbe Kettlebell ist. Vermeintlich wenig Gewicht für jemanden, der plus 300 deadliften kann. Aber nach 6 Wiederholungen pro Bein hatte ich eine Muskelermüdung in den Hamstrings, wie ich das von Deadlift noch nie hatte. Da kommen natürlich auch viele Dinge zum Tragen, wie Stabilisation und so weiter. Das war immer so ein bisschen, vor allem bei Bodybuilder, verpönt ist, aber das sind natürlich auch Muskeln, die trainiert werden sollen, die eben verhindern, dass es einseitige Belastungen, Verspannungen und so gibt. Und natürlich wird auch so der Muskel trainiert. Ich bin mich da noch ein bisschen am Eingrooven. Ihr seht, die Stabilität fällt noch, das Gleichgewicht. Und ich merkte auch, ich muss weiter aufmachen, weiter öffnen, den Oberkörper ganz aufrichten, damit ich wirklich die ganze Bewegung mitnehme. Eigentlich waren 3x6 auf dem Programm. Ich habe dann nach 2 Sätzen abgebrochen und beim 2. Satz gab es auch nur noch 5 Wiederholungen und nicht deren 6, weil der Hamstring fast schon verkrampfte. Ich weiß nicht, ob ich Pump sagen kann oder einfach Ermüdung, aber das war fast schon so eine Art Verkrampfen. Und da ich diese Übung praktisch noch im Plan habe, dachte ich, ich übertreibe es mal heute nicht und kürze hier ein bisschen ab. Im nächsten Training werde ich dann die 3 Sätze komplett absolvieren und auch in der gewünschten Wiederholungszahl. Aber viel Gewicht bewegen für mich im jetzigen Zustand bei dieser Übung schlichtweg nicht möglich.